Ja, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Gereistes F. In der letzten Folge haben wir uns durch den Lastalia-Schacht durchgekämpft und sind vor der kleinen Königin da rausgekommen. Die wird wahrscheinlich da erwarten, nehme ich mal an, weil die ist irgendwie die einzige, die uns aufhalten wird vom Fodra-Kern. Und ja, da wir ja noch nicht direkt, dreh ich um, sofort in den bösen Kampf hier reinstürzen wollen, wollte ich erst noch mal so ein paar kleine Nebenquests machen, die noch alle Nebenquests hier vom Future Arc hier beinhalten. Und ja, deswegen bin ich hier in Land, weil in Land ist mir aufgefallen, dass, wenn ich hier vorbeigehe, da ein kleiner Stern ist. Das wusste ich nicht. Dann sprechen wir hier mal an und gucken, was da ausgelöst wird. Warum? Warum hat sie sich für ihn entschieden? Muss. Also. Sie hasst mich wohl immer noch für das, was ich getan habe. Ach, grausames Schicksal, wie du meinen spottest. Du wirst über sie hinwegkommen, First Raymond. Langsam wird es peinlich. Ach, und ihr werdet sie wohl einfach vergessen und weitermachen? Wir können nichts tun. Sie kann ihr Leben leben, wie sie will. Und außerdem wollen wir nicht mit ihm konkurrieren. Können nicht mit ihm konkurrieren. Verflucht soll er sein. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ihn getötet, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Vielleicht ist es nicht zu spät. Da komm her, Bro. Nein! Erwachsene Männer, die über die vergangene Liebe reden. Jetzt kommt der Experte, genau. Wenn das kein Zeichen ist, dass der Frieden in der Stadt zurückgekehrt ist, weiß ich nicht, was sonst. Malik. Lasst uns allein. Ein ungehobelter Bauer wie ihr kann solche Dinge wohl kaum verstehen. Ihr verletzt mich, Raymond. Dieser ungehobelte Bauer hat mehr über die Liebe vergessen, als ihr jemals wissen werdet. Vielleicht erlaubt ihr mir, mich an eurem Gespräch zu beteiligen. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann wie ihr eine solche Vergangenheit haben könnte. Ich würde gerne alles darüber hören. Ha, ich habe nichts verloren, Malik. Es gibt noch immer Hoffnung, dass sie ihre Meinung ändert. Ja, ja, nichts lindert den Schmerz als eine verlorene Liebe so gut wie Gesellschaft und ein guter Drink. Wo hast du den her? Komm, lasst uns diese Unterhaltung bei ein paar Cocktails beenden. Okay, also gut. Oh, na schön. Was haben die geredet? Mann, die Liebe ist ganz schön kompliziert, was? Ja, das ist sie. Uns aber nichts gemacht. Nicht mal ein Titel oder so. Ja, stimmt ja, wir sollten noch mal nach Barona gehen. Weil. Weiß nicht. Esbelatter hat was vergessen, ne? Da gehen wir mal dahin. Im Schloss von Barona. Können wir uns auch mal ein bisschen umschauen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein, zwei Sachen. Aber ich bin mir nicht sicher. Da ist nicht der Ding und so. Ich muss mich daran gewöhnen, dass hier L1 anzeigt, wo man hin muss. Nicht R1, wie so in ein anderes Spiel, dessen Namen nicht erwähnt werden muss. Wo jeder weiß, wovon ich rede, hoffe ich. So, dann auf zum Schloss. Warte mal, gibt es da vielleicht noch irgendwas? Ich weiß, dass es da was im Main Arc gibt, aber vielleicht gibt es auch was im Future Arc. Nein, okay, dann gehen wir zurück. Habe ich da überhaupt schon nachgeguckt? Ist schon wieder so lange her. Ja, okay, anscheinend schon. Ja, okay, habe ich gesehen. Dann gehen wir zum Schloss Barona, weil da gibt es irgendwas zu tun. Das weiß ich noch. Was es uns bringt, keine Ahnung, aber wir werden es bekommen. Da ist der Stern. Perfekt, da muss ich nicht da einlaufen. Werde ich aber wahrscheinlich auch noch machen. Ja, ich habe die alten Klamotten wieder angezogen. So, wait here, okay? Okay. Seriously, don't wander off or you might get lost. I'm fine. Richard's here. Alright, alright. Versucht nicht, euch beide zu töten. Nur so nebenbei. Asbel worries about you a lot, doesn't he? He likes to keep me safe. But sometimes I want to be alone. I can see that. Hey, maybe you'd like to come visit my secret hideout. A hideout? Indeed. But I'm supposed to wait for Asbel. I'll leave a message with the guard so Asbel knows we've left for a while.
Das Gleiche. Here we are. Huh. This brings me back. When I was young, I was always surrounded by people. Sometimes I wanted a place where I could just be alone. So you built a secret fort? Right. I was going through some tough times, and when things got to be too much, I'd come down here. What did you do? Sometimes I'd wrap myself in a blanket and eat apples until I wanted to pop. Sometimes I'd read silly adventure stories. It calmed me somehow, gave me the strength to make it through another day. So where's the fort? Someone must have cleared it out. Can I make a new one? Of course. Oh, was passiert da? Ihr habt auch nicht die Verteidigungsanlagen oder so vergessen, ne? Falls noch mal jemand das Ding kaputt machen will. All done. It's great, Sophie. Really great. But listen. You know Asbel will always be around as long as you're in Lont. But if he ever starts to drive you a little crazy, you can just come here. Can I wrap myself in a blanket and read flower books and eat crablets? Sure, if you want. And once you feel better, you can go back to Asbel. I know he can be a little much, but it's just because he cares for you. Don't forget that. But if this is my fort, what happens to yours? I'm an adult now, so I can't run away from things like I used to. This hideout is yours now. Okay, but you can come back too. Hmm? You can come here. Then we can read books and eat snacks together. That sounds nice. Thanks, Sophie. There you are. What are you guys doing down here? It's a secret. A what? It's only healthy for everybody to have a few secrets. I guess. Come on, let's go. Okay. Hey, wait! What's going on? Don't worry about it. Okay, jetzt macht er sich tatsächlich Kopf zu brechen. Gutherziger Verschwörer. Wutsch. Sehr schön. Dann mal aufrüsten. Bleibt. Feuerphönix, okay, hat er noch nicht, sehr schön. Ich möchte mich aber noch mal da drin umschauen, wer weiß, was da noch ist. Ich meine, Schloss Barona waren auch irgendwie mal Schätze und so versteckt. Ob dann im Main Arc war oder so, weiß ich nicht, aber naja. Mal gucken, glaube ich eigentlich immer noch einen Finstertrunk an. Egal. Hier scheint nichts zu sein. Glaube ich. Na, gucken wir uns hier noch mal im Schloss um und weiß ich nicht. Sehr viel mehr werden wir auch nicht mehr machen. Ich habe ein bisschen mehr Zeit in den nächsten zwei Wochen, deswegen habe ich wahrscheinlich auch irgendwie von all meinen Projekten mindestens ein Part raus. Deswegen will ich die ganze Woche irgendwie ein Part bereit haben. Deswegen werden die, wie oft habe ich jetzt deswegen gesagt, ein paar kürzere Videos hier sein. Vielleicht so 15 Minuten, obwohl 15 Minuten ist ein bisschen kurz, finde ich mittlerweile. Also, 16, nein, weiß ja nicht, so 20 Minuten vielleicht. Habe ich auch garantiert jeden Tag ein Video weg habe.
So, ich muss jetzt mal kurz im Kopf überlegen, wo wir noch hingehen könnten. Okay, den Rückweg, den werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Oder dann werde ich den Part beenden. Ich hoffe, hier befindet sich noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Da haben wir ja schon mal irgendwie was bekommen. Ich meine, den Schloss Baron aber auch noch irgendwas. Wenn es im Main Arc oder Future Arc war, da weiß ich natürlich wieder nicht. Aber naja. Hier wieder ein kurzer Part, wo nicht so viel passiert, aber naja. Naja. Muss ja auch nicht immer irgendwas passieren, oder? Und zwei Nebenquests, zwei, ja, Brutalhaltungen gesehen, das reicht doch. Mein Gott. Der Beste kommt ja noch alles sehr viel später. Vor allem, wenn wir hier im Future Arc fertig sind, dann sind wir immer noch nicht ganz fertig. Danach kommt immer noch was. Aber da werde ich wahrscheinlich irgendwie eine kleine Pause machen. Und ja, weiß ich nicht. Mich so ein bisschen auf das kommende vorbereiten. Und dann geht es irgendwann mal weiter in irgendein paar Jahren. Ist ja nicht so, als würde das Spiel jetzt schon, das Projekt schon, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder so laufen. Mein Gott, wie konnte es so weit kommen, ganz ehrlich? Ich wollte schon längst irgendwann mal beenden. Nicht, weil es mir auf die Nerven geht, aber es ist mal langsam auffällig. Ganz mal. Ganz ehrlich, ey. So. Wo bin ich hier? Ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ah, mein Wichserladen. So. Ich habe ehrlich gesagt hier eine kleine Trainingseinheit gemacht, mit dem man den Elf-Mixer ein bisschen schneller wechseln lassen kann. Weil ich war irgendwie dabei. Wo ist das jetzt hier? Okay, hier. Schnell laufen, so. Weil ich habe vorgehabt, diese ganzen Beutel-Titel hier zu holen. Und da ist ja, der Gegner hat so und so viel Gegenstände hinterlassen und dann bekommt ein Charakter einen bestimmten Titel und das ist verflucht schwer. Das dauert so lange, ey. Geile daran ist, ich bin noch nicht mal fertig damit, ey. Das ist richtig nervig. Ich habe wahrscheinlich noch erst mit zwei oder drei Leute habe ich erst diesen Beutetitel freigeschaltet und ja, das kommt noch. Das geht mir ein bisschen auf den Nerven, weil das dauert so lange. Nebenbei habe ich einfach den Elfmixer hoch trainiert. Ja, ich glaube, wir sind ja vollkommen umsonst durchgelaufen. Aber egal. Fällt doch ein, mir fehlen ein, zwei Entdeckungen noch. Ah, hier ist was. Perlenwindgarn, Anfrageobjekt. Kostbar Garnos Winder, Windelf. Blieb bei Windows Edelleuten. Okay, sehr schön. Also war halt nicht ganz umsonst. Edelwindgarn. Ey, ich glaube, ich weiß, wofür das ist. Das ist doch hier für die Katzcorner-Quests. Katzcorner? Ja, Katzcorner. So, warum kann ich mich jetzt hier nicht rausteleportieren? Das geht mir so auf die Nüsse. Ich würde sagen, da machen wir noch ganz schnell. Ich kann mich jetzt schnell bewegen. Das geht jetzt ruckzuck, ne? Ja, okay. Hoffe ich jedenfalls. Bitte geh jetzt nicht hier in die Sackgasse. Sehr schön. Ich glaube, hier ist schon der Eingang, ne? Oder nicht? Aber war nicht ganz umsonst, finde ich jetzt. So, perfekt. Ja, ganz schnell raus und gehen wahrscheinlich noch diese Quest ab. Ich meine, das war für die Katzcorner. Das war alles für die Katz. Da gehen wir noch ganz schnell ab. Dann kommt, glaube ich, auch noch hier so eine kleine Katze hin, wenn ich mich irre. Und dann war es das für heute. Dann gucke ich erstmal, was wir im nächsten Part machen. Weil ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ja, mehr und mehr. Dann mit den Dingens hier, mit den. Im Blumenbeet von Sophie. Ich weiß nicht, wann das hier erledigt werden kann. Das ist jetzt auch schon lange her. Ich dachte eigentlich, im Future könnte man auch erledigen, aber nein. Gibt es hier eigentlich neue Sachen? Abfall, wir können Abfall kaufen, geil. Oh, ich sehe gerade. Wir können. Ich habe ein bisschen Geld, so. 32 Stempel, sehr schön. Können wir Eis am Stiel kaufen und eine Seelenkugel. So, dann verkaufen wir den Monokel wieder. Ja, so durch die Aufleveln, ne? Voll professionell und irgendwie voll dumm.
Ja. Von Katz und Katz. Von Katzen und Katz, okay. It looks like fun to be a cat, not having any responsibilities. Yes, it does, doesn't it? Even I envy them sometimes. Then why don't you guys try turning into cats with this Felinia Tour 4000? Felin what? Here we go! Wait! What? Wait, I'm not a cat. What? Are we cats? I often find myself wondering about that. Are cats cats, or are cats people? If they were real cats, they wouldn't need to spell the name all funny. Cats aren't cats or people, they're their own kind of creature. That's what the cats say. It's sehr merkwürdig in English. Captain, Asbel, you're cute. They do make fine cats. Particularly Malik. You honor me, sire. Sehr schön. Okay. Ach ja, hier war das, mein Gott. Warte mal, ich sollte vielleicht mal Dinge ausrüsten, die noch nicht gelevelt sind. Als ob ich nicht schon irgendwas anderes mache. So, da war einer. So. War irgendwas noch nicht hochgelevelt. Alle möglichen Dinger hier gelevelt. Oh ja. Angriffskämpfer habe ich den noch nicht. Okay. Okay. Plünderprofi, ja. Da sind diese verdammten Dinger. Das dauert so lange, bis man die bekommt, ey. Das ist unmenschlich. Du hast keinen mehr, den ich aufhören kann. Oh, ich glaube, ich habe noch nie so viel gemeisterte Titel gehabt. Ich meine, meinen eigenen Spielständen von vor, was weiß ich, wie viel an. Hatte ich so viele gemeisterte Titel. So, Anfrage ansehen. Und da hat es gerade geschellt. Was zum Teufel? Wer tut denn um 21 Uhr neue anschellen? Okay, anscheinend kann ich hier nicht die Dinge abgeben. Hier war die war. Okay, wenn wir nichts anderes machen können, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grisf. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.